last breath. It doesn't end until your last breath. The adventure. Survival Fasten im März. Wir sind wieder unterwegs und ich glaube, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Also bleibt dran. Ich wollte euch noch erzählen, dass ich im März bereits 7 Tage gefastet habe, also 7 Tage ohne feste Nahrung. Wenn ihr schon ein bisschen dabei seid, eure Komfortzone zu erweitern, zu trainieren, dann versucht das doch auch mal mit Fasten, mit Hunger, mit Aushalten von Hunger. Dann werdet ihr merken, dass man auch eine Woche ohne Nahrung überleben kann. Wenn man 7 Tage lang gar nichts gegessen hat und dann rausgeht und alles essen darf, kommt es einem vor wie die absolute Fülle. Also es ist nicht wenig hier draußen zu essen. Und es ist ein gutes Gefühl zu wissen, was man alles essen kann. Ich bin ein Glückspilz. Das ist wilder Feldsalat. Na komm. Das hier ist wieder das behaarte Schaumkraut, was ich so gerne mag, was lecker scharf schmeckt. Das kommt mit rein. Das sammle ich jetzt auf jeden Fall. So, ich bin jetzt hier wieder zurück an meiner Bärlauchstelle und wie man sieht, der kommt jetzt hier schon fleißig raus. Die Blätter sind noch nicht sehr groß. Teilweise sind schon so Horste vorhanden, wie dort und dort. Naja, und dazu kommt natürlich hier noch meine schönen frischen Brennnesseln. Und der Giersch immer noch sehr zurückhaltend. Diese 3 Sachen, also Brennnessel, Giersch und Bärlauch, sammle ich jetzt alles zusammen ein. Aufpassen muss ich natürlich, weil der Aronstab überall dazwischen auch rauskommt. Auf der Rückseite vom Bärlauch kann man richtig fühlen, hier wie erhaben das hier ist. Das ist ein deutliches Unterscheidungsmerkmal. Das hat der Aronstab nämlich nicht. Da fühlt man eigentlich nichts auf der Rückseite. Ja, noch ein gutes Beispiel dafür, dass giftige und ungiftige Pflanzen gerne nebeneinander wachsen und auch genau gleich aussehen für manchen. Das hier ist der Giersch, den würden wir gerne essen. Und das hier ist aber das Buschwindröschen. Das können wir nicht essen. Von daher solltet ihr auf jeden Fall einen Kurs besuchen, um Pflanzen besser identifizieren zu können, wenn ihr sie auch nutzen wollt. Brennnessel ist Lebensenergie pur. Das Schaboxkraut gehört zu den Hahnfußgewächsen, die eigentlich alle giftig sind. Wir können aber die jungen Blätter essen und ich will jetzt aber mal die Wurzeln Knöllchen graben. Vogelmiere ist auch ein guter Snack für zwischendurch. Frisch, knackig, gesund und wächst in jedem Balkonkasten. Yummy. Für Marzipanliebhaber empfehle ich als kleinen Snack zwischendurch Ebereschenknospen. Ja, eigentlich nicht mehr ganz die richtige Zeit, aber das ist der Haselnussstrauch vor meinem Haus und der blüht jetzt erst. Ja, und aus diesen Kätzchen wollen wir jetzt mal einen Bannock machen, also Mehl mahlen. So, das ist jetzt meine Ausbeute, die ganzen gesammelten Blätter, ein paar Lindenknospen, das Schaboxkraut, davon nehme ich jetzt eher nur wenig. Davon sollte man auch nie besonders viel essen. Und noch die schöne Knoblauchsrauke mit Wurzel. Und das hier sind meine ganzen Haselnusskätzchen. So, jetzt haben wir hier unsere gemahlenen Haselnusskätzchen. Und hier die gemahlenen Blätter und Wurzeln. Und das werde ich jetzt vermischen mit noch ein bisschen Wasser dazu. Und dann schauen wir mal. Ursprünglich wollte ich eigentlich Bannocks machen. Aber ich glaube, jetzt mache ich einfach hier so Knödel, weil die halten echt schön zusammen. Ohne Mehl und ohne andere Bindemittel. Cool. Ja, ich sag jetzt nicht, woran mich das erinnert. Könnt ihr euch selber denken.
Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Das ist Freestyle Cooking, also frag mich bitte nicht nach dem Rezept, es gibt keins. Glaube, ich nenne sie Kackböller.